Oh nee, da vergeht mir alles, ey. Oh. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei NerdsFD. Und wie ihr seht, gibt es heute wieder ein Angebissen. Ja, und das auch wieder als Zuschauersendung. Und zwar diesmal aus Kroatien. Der Tomislav hat mir kroatische Produkte zugeschickt. Und da wollen wir jetzt natürlich mal gucken, was da sich so Schönes drin verbirgt, wie es schmeckt. Und lesen werde ich es sowieso nicht können. So, wenn man da keine schmulen kann, packen wir es mal beiseite. Greif direkt mal rein und erwische Kekse. Slani Crackery, Salted Crackers. Okay, hier steht es dann tatsächlich auch in Englisch mit drauf. Das ist schon mal ganz praktisch. Also einfache Cracker. Oh, mit hier Blachhinweis, wie ich es dann noch verzehren kann. Also ich muss sie nicht so essen. Okay, so ein Buch ist auch mit bei. Nein, ich gucke jetzt nicht rein. Gut, machen wir die mal auf. So, ja, salzige Cracker ist wahrscheinlich so jetzt wie in die Tuck-Richtung. Also hier sind ja auch so normalen Cracker und dann auch ein bisschen gesalzen. Ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich was anderes. Also man merkt also wirklich immer diese Salznote und der Cracker, hier beschreibt man jetzt trockenen Keks im Prinzip oder ja, das hat jetzt keinen großen Eigengeschmack, aber wenn man da irgendwas Herzhaftes drauf macht, dürfte das gut schmecken. So, das sieht sehr lecker aus. Medimurie, das ist wahrscheinlich da, wo er herkommt oder lebt. Ich weiß es nicht. Das ist aber ein Schreibblock. Das ist ja nicht schlecht. Kann ich ein paar Notizen machen unterwegs. Schön, dann packen wir es mal beiseite. Vielen Dank dafür. Greifen wir hier rein. Lino Lada, Haselnuss Duo Aufstrich. Ein niedlicher Bär. Na gut, dann machen wir das mal auf. Mal hier. Gar keine Alufolie oben drauf, die das nochmal abschließt, okay? Das jetzt kenne ich noch nicht. Das riecht schon mal gut. Was machen wir denn da? Wollen wir mal kurz reinlinsen? Dann machen wir jetzt hier mal so einen Schwangerschaftstest. Quasi salzig und süß miteinander kombiniert. Von beiden etwas. So. Ich glaube, da muss ich jetzt mal eine Messerspitze so nehmen. Also die Schokoladenseite, also mit der Haselnuss schmeckt mir besser als die weiße. Also irgendwie bei mir immer so. Relativ süß. Und ja, was soll ich an so einer Schokoaufstrich groß beschreiben, ja. Fällt mir schwierig. Also es ist halt süß und klebt auch ein bisschen in der Zähne. Naja, es hat schon so seinen eigenen Geschmack. Also man kann es jetzt nicht mit Nutella oder Co. vergleichen. Der schmeckt immer ein bisschen anders. Also definitiv nicht schlecht, das muss man sagen. Aber ich esse sowas frühs zum Beispiel eigentlich gar nicht. Also da kommt dann bei mir eher so ein bisschen Wurst drauf oder irgendwas anderes. Nochmal was mit Haselnuss. Das scheint jetzt aber ein Pulver zu sein. So ein bisschen Art Porridge oder sowas in die Richtung. Breakfast Cereals, Instant Cereals, Chocolate and Hazelnuss Flakes. More cooking. Gut, ich kann es hier nicht rauslesen, ob das jetzt irgendwie mit Milch gemacht werden muss oder mit Wasser. Porridge kann man ja auch mit Wasser machen. Man muss ja für keine Milch nehmen. Guck mal einfach. Ja, das gibt's nicht. Mach's so auf. So, da sieht man natürlich so ein bisschen das ganze Weizenzeugs. Da ein bisschen rein. So sieht's aus. Dann hauen wir da noch ein bisschen Wasser drauf. Wie gesagt, mit Milch wird es noch ein bisschen anders schmecken. Das ist klar. Nicht zu viel nehmen. Dann rühren wir das Ganze mal um. Empfindliche Ohren zu halten. Und dann wollen wir mal gucken. Das riecht jetzt nur so Weizen und Hafer und hast du nicht gesehen? Ist jetzt mit dem zu viel Wasser jetzt nicht so die Erquickung. Also da muss ich jetzt von dem Pulverzeug noch ein bisschen mehr nehmen. Aber so eine leichte Süße durch die Schokonote oder Haselnussnote kommt schon mit raus. Das Ganze ist jetzt halt, ja, breiig.
Also ich glaube, das muss man wirklich mit Milch machen. Mit Wasser ist es jetzt nicht so das Optimale. Hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir natürlich auch noch einen Schuss Milch mitgebracht. Aber bei uns im Studio steht natürlich kein Kühlschrank, wo dann jetzt irgendwie Cola, Wasser oder Bier drin steht oder ähnliches. Sollten wir vielleicht mal anschaffen. Also den Kühlschrank, nicht das Bier. Gut, aber grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ich stelle das auch erstmal dahin. Ich drehe das mal um. Auch total simpel. Photoshop fällt mir gerade auf. Wenn du den Bären anguckst hier und jetzt den Bären anguckst, haben sie ihm einfach nur den Löffel in der Hand gepackt und hier ist der Löffel einfach weg. Oder andersrum. Gut, darum soll es aber nicht gehen. Maskottchen ist Maskottchen. So. Na, damit kann ich was anfangen. Das sind da wohl einfach Schokokekse. Tea Biscuit with Chocolate. Ja. 23% Schokolade, das kann man auch noch erlesen. Von Gras oder Krass. Na, komm her. So, es geht hier irgendwie auf. Oder auch nicht. Ups. Also ich muss ja sagen, sehr, sehr untypisch, dass hier wirklich nur Folie drin ist, also für deutsche Verhältnisse, dass hier wirklich nur eine Folie drin ist und die Kekse einfach so drin rumliegen. Weil wenn man jetzt hier, glaube ich, normale Produkte kauft, sind die ja immer irgendwie aufgereiht. Man hat immer so eine Kunststoffunterlage, wo die halt so reinsortiert sind. Und hier greifst du einfach rein und ja gut, Nachteil ist natürlich, dass hier dann so Kekse vom Transport auch kaputt gehen können. Aber finde ich jetzt gar nicht schlimm, aber ist mal interessant zu sehen, dass es auch anders sein kann, also simpler. So, ja, Keks. Schokolade riecht schon mal gut. Da braucht man natürlich jetzt auch wieder so einen Kaffee oder einen Tee dazu. Leichte Schokonote. Die Schokolade ist halt eben nicht zu kräftig. Auch nicht zu süß. Ja, und der Keks ist halt, bringt natürlich auch noch eine gewisse Süße mit. Ist halt auch knapp trocken und zerbricht dann halt gleich beim Kauen. Aber ist erstmal, ist glaube ich auch ganz normale Vollmilchschokolade oder irgendwie sowas. Also nicht irgendwie was Spezielles. Deutsch hergestellt in Kroatien für krass. Blablabla bla, bla, mit Schokoladenüberzug 23%. Schokoladenüberzug, Zucker, Kakaomasse, Kakaopulver, Milchfett. Kann Haselnüsse und Eier enthalten. Unglaublich. Okay. Die schmecken schon mal gut. Medimuri, nochmal ein Adressbuch. Oh, okay. Name, Adresse, Phone, E-Mail. Natürlich dann auch in Kroatisch gehalten. Und dann halt eben noch so ein paar kleine Bilder dazu. Nicht schlecht. Es scheint auch eine schöne Stadt zu sein. Das kann natürlich jetzt auch alles sein, ja, fürs Medimure. Nee, es scheint komplett Kroatien dann zu sein, wenn es hier die Landesflagge ist und dann im Prinzip die einzelnen Regionen sind. Dann scheint das jetzt nicht nur eine Stadt zu sein. Okay, das hat, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, dann kann das natürlich auch zu Fehlinterpretationen kommen. Aber auch was Schönes, Sven. Vielen Dank. Ich greife jetzt mal direkt halbblind hier rein. Mikado Rica. Schokolade mit Reis. Auch hier steht nochmal in Englisch drauf. Ja. Hier haben wir dann ganz normale Puffreis-Schokolade. Auch schon eine Ecke abgebrochen. Da sieht man das Ganze. Ich mag ja den Puffreis. Den finde ich auch unglaublich gut. Puffreis ist halt kurz ein bisschen quietschig. Und dann, wenn man durchgebissen hat, dann kommt halt so ein bisschen der Schokoladengeschmack mit rum. Ist auch nicht zu süß. Ist irgendwie ganz angenehm. Das hat auch einfache normale Vollmilchschokolade, die jetzt nicht irgendwie zu bitter ist oder zu kräftig im Geschmack ist. Und wie gesagt, hält sich mit der Süße auch ein bisschen zurück. Finde ich auch angenehm. So. Kokoladna Bananica. Also das scheint Kokos und Banane zu sein. Zumindest mit meiner stümperhaften Übersetzung jetzt gerade. Ist weich. Okay, ist einfach nur eine Banane. Könnte auch so eine Gelee-Banane sein, aber ja, riecht so nach einer Gelee-Banane. Ist aber nicht. Die Schaumfüllung selber schmeckt jetzt aber, finde ich jetzt nicht irgendwie nach Kokosnuss. Kann jetzt, wie gesagt, vom Titel her auch falsch sein, was ich jetzt hier rauslese, aber also den Geruch kennt man, den Geschmack von der Schoko-Ummantelung so rum kennt man auch. Schmeckt auf jeden Fall immer noch lecker, aber schon ewig nicht mehr gegessen. Gut, lesen kann ich jetzt nicht, aber halt sehr süß. Aber ja, das ist lecker, also das kennt man auf jeden Fall. Also gibt es bei uns ja auch von anderen Herstellern. Ja. Cocta, original, finest herbal extracts. Okay. Extracts, so. Das heißt,
mit Grünzeug drin quasi, also ein bisschen, das heißt hier mit Kräutern und Co. Ja, könnte so eine Art Cola vielleicht auch sein, vielleicht ist es auch nur dunkles Wasser mit Kräutergeschmack. Auf jeden Fall Kohlensäure drin. Also ist Richtung Cola geht das schon, ja. Ist jetzt aber nicht so süß. Das Grünzeug da drin, würde ich jetzt sagen, so schmecke ich jetzt nicht so doll raus. Also hat schon irgendwie so noch eine etwas andere Note. Klar, weil es eben auch nicht Original-Cola ist oder Pepsi oder sonst was. Schwer zu sagen irgendwie gerade. Also die Grundzutat oder die Grundgeschmacksrichtung sollte dann Hagebutte mit sein. Das kann ich jetzt definitiv nicht rausschmecken. Und laut Wiki sagt der Schriftzug hier aus, ist gar keine Koffein drin. Geht zwar in die Cola-Richtung, hat aber kein Koffein. Also wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich jetzt nicht lesen kann, hätte ich jetzt gesagt, dass da Koffein drin ist. Aber ist es nicht. Aber ich muss sagen, das schmeckt. Also auch wenn ich jetzt Hagebuttentee schon ewig nicht mehr getrunken habe, müsste ich wahrscheinlich dann zu Hause mal machen, ob ich da irgendwie so eine Relevanz mit rausschmecken kann. Aber wie gesagt, da sind ja noch andere Kräuter mit drin. Also von daher... Aber, jo, das ist nicht schlecht. So, greifen wir nochmal rein. Dann haben wir noch eine Karte. Ich meine es aber echt gut. Ich glaube, der will mal, dass wir nochmal vorbeifahren. Lesezeichen gibt es dann auch hier noch mit dran. Ist auch nicht schlecht. Also hier auch nochmal verschiedene Städte dann wahrscheinlich. Schönchen. Stehen wir nichts drauf, keine Widmung. Okay, packen wir das mal zu den anderen Merch. Dann greifen wir mal hier rein. Popcorn. Okay, das sieht nach weißer Schokolade aus mit Popcorn. Und Speckstreifen oder was ist das hier unten? Das sieht, sieht komisch aus. So, machen wir es auf. Auch hier Bruchschokolade. Mit Stückchen drin. Also schon mal auf jeden Fall weiße Schokolade. Das riecht man schon mal raus. Süß, also wie halt so weiße Schokolade schmeckt. Popcorn, doch so ein bisschen butterig, würde ich sagen, schmeckt es schon auch. Ich glaube, das von den weißen Schokoladen, die ich bis jetzt immer gegessen habe, kosten durfte oder kosten musste, die mir tatsächlich mit wirklich am besten schmeckt. Hat halt so eine Eigennote. Ist halt auch sehr süß, das muss man auch sagen. Schmeckt jetzt halt aber nicht so doll nach der weißen Schokolade. Da kommt dann halt im Prinzip das andere alles mit direkt raus. Also, die schmeckt aber. Also da bin ich jetzt gerade verwundert, also über mich selber. Zu sein oder irgendwas anderes frittiertes Fried Salted Snack. Okay, das ist jetzt nur irgendwas geröstetes. Okay, das ist so einfach gebröstetes Gebäck anscheinend. Da muss man sich ein bisschen mehr in den Hals schieben. Schmeckt so ein bisschen irgendwie wie salziges Brötchen oder so. Also frittiertes, gesalztes Brötchen. Ist vielleicht auch einfach nur irgendwie so Brotteig oder so. Oder Brötchenteig. Dann ist auch noch lecker. Das schmeckt auch gut. Die kenne ich auch nicht, aber ist jetzt kein Hexenwerk, aber es ist halt simpel, aber es schmeckt. Ja, schön. Werden wir doch mal ein paar neue Sachen kennen. So, dann haben wir hier. Das sieht nach Schokolade aus. 40 Gramm Tafel oder so. 15 Gramm, so. Die hat aber schon bessere Zeiten gesehen. Fehlt ein Stück. Wer hat das rausgegessen? Kann ja wohl gar nicht wahr sein. Gut, egal. Normale Vollmilchschokolade. Die ist mir eigentlich mal am liebsten. Und schön dünn, die kann man direkt wegputzen. Da ist noch was drunter. Ganz tolles Sammelbild. Oh. Ey, das ist ja widerlich. Ich habe ja tatsächlich eine Spinnphobie und wenn ich sowas Lebensechtes dann hier so sehe, oh nee, da vergeht mir alles, ey. Oh. Schnell mal. Nee, jetzt habe ich keinen Hunger mehr, nee. Oh. Vielleicht hilft die Schokolade. Alter, das ist voll mies. Warum macht man sowas rein? Da schreckst du auch kleine Kinder mit. Und Erwachsene auch. Ich meine, die Schokolade schmeckt gut, bleibt dabei, aber das Ding da hier. Nee, nicht schön. Überhaupt nicht schön.
Wie kann man sowas da reinmachen, ey? Puck, puck. Mit 9 Vitaminen steht da drauf. Und wahrscheinlich 5 Tonnen Zucker. Gut, hier soll man es aufreißen. Machen wir das auch. Ja, wenn man hier so reinguckt, sieht man schon, was es ist. Wird wahrscheinlich einfach so Knisterzeug sein. So, es knistert und knallt das mir überall im Kiefer. Wunderbar. Geschmacksrichtung alles, weil 9 Vitamine drin sind. Also, schweinesüß und schmeckt ja nach allem. Knistert halt. Ich glaube, der Geschmack ist zweitrangig. Es muss einfach nur im Gesicht knallen, also auf der Zunge. Ich glaube, das ist das, was die Kinder da gerade immer so, so froh macht oder warum man das überhaupt isst. Oh, ist das süß, ey. So. Tortica Original. Gut, lesen wir jetzt mal nicht. Da gucken wir jetzt einfach mal, was es ist. Also eigentlich sieht man es ja schon. Das Ganze wird so Waffel sein, mit Schokolade überzogen. Ja, so sieht's aus. Das ist wie ein Hanuta, was komplett mit Schoko überzogen wurde. Naja, wie ein Hanuta würde ich es jetzt... Ja doch, die haben ja auch so einzelne Schichten, ja. Ja, man hat hier halt eben x beliebige und variable Waffelschichten. Das Ganze mit Schokolade innen drin und oben drüber. Die Schokolade ist aber nicht so dominant. Gibt erst zum Schluss so ein bisschen die Süße mit ab. Ja, mit Hanuta hat es jetzt natürlich dann herzlich wenig zu tun. Aber. Erinnert mich aber halt im Prinzip an die an den anderen Waffeln, also die man ja auch zu heute noch kaufen kann bei uns oder auch zu Ostzeiten, die. So in die Richtung geht das. Aber es, glaube ich, liegt einfach an den Waffeln, an der Schokolade, an der Kombination. Kroatia, das kann ich lesen. Okay, dann scheint Hrvatska auch Kroatien zu heißen. Also Notes Magnetic. Hier hinten ist ein Magnet dran. Und dann kann man hier nochmal was draufschreiben. Echt. Also wirklich cool, dass das mit bei ist. Finde ich echt toll. Also das hat bis jetzt noch keiner irgendwie landesspezifisch ein bisschen was mit reingepackt. So eine Postkarte alleine würde ja schon reichen. Aber dass da so ein paar Sachen mehr drin sind, finde ich richtig cool. Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir zum Herzhaften. Pastete. Jetzt kommen wir dann endlich mal zu einem Herzhaften. Dann ist das ganze Süße erstmal weg. Dann würde ich sagen, können wir die Cracker gleich mal missbrauchen. Das sieht nach Schweinepastete aus, würde ich sagen. Könnte auch Geflügel sein. Bissen nehmen wir mal direkt so. Gut gewürzt. Auch ein bisschen pfeffrig. Salz kommt auch mit bei rum. Also so die normalen Geschmacksdinge, die so mit drin sind. Aber ich kann jetzt nicht so richtig rausschmecken, was es sein soll. Sveniesko Meso 30%. Könnte Schwein heißen. Sveniesko. Würde ich jetzt mal vermuten, aber... Also ich vermute, dass es Schweinepastete ist, irgendwie so in Richtung. Die ist gut, sowas esse ich auch gerne. Also es war... Ach, ich greife jetzt mal ganz gezielt rein, weil hier liegt mich noch mehr davon mit bei. Auch hier ist Pastete. Also erstmal gerade, die lesen wir mal auf. Vielleicht ist es das, wenn es die gleiche Farbe hat, dann kann man davon ausgehen, dass es das gleiche Tier war. Also nicht das gleiche, aber... Ja, ich glaube, ich liege schon ganz richtig mit. Das ist mal... Schweine oder Ferkel war auch sehr weich. Es geht jetzt mehr so in die Leberwurst-Richtung, finde ich. Das ist schon ein bisschen strenger im Geschmack. Aber ist auch lecker. Weißt du, was das ist? Nein. Fruchtzwerg für große Jungs. Fruchtzwerg für große Jungs. Also Bauernmarmelade, ja. Nee, Bauarbeitermarmelade, so. Obwohl es eigentlich ja dann wieder Hackmasse wäre. Oder Met oder Met oder wie auch immer. Aber gut. Schmeckt mir die erste aber besser. Weil mir das jetzt hier schon wieder ein bisschen zu kräftig ist. Aber trotzdem gut. Also, so, ich habe gesehen, da ist noch eine drin. Machen wir die gleich mal mit. Paprika und Pfeffer. Und hier, das hat einfach nur Natur wahrscheinlich denn. Also wie gesagt, dann wird das mit dem Svinska oder so, also denke ich mal schon,
Ich glaube, in dem osteuropäischen Raum ist die Sprache relativ gleich. Ich will jetzt nichts unterstellen, weil ich es nicht verstehe, aber Polnisch, Russisch und Tschechisch, die verstehen sich ja untereinander immer so ein bisschen, zumindest in bestimmten Wortlauten, nicht alles. Es gibt auch Unterschiede. Und ich denke, also ist mit Kroatien da nicht ganz so weit von entfernt. Das heißt, es wird hier bestimmt irgendwelche Anleihen geben in der Sprache, die ähnlich sind. Das riecht, ja, also da riecht man, dass gleich nochmal mehr Gewürze drin sind. Die Paprika, Pfeffer werden wir sehen. Oh, das braucht aber, bis es sich entfaltet. Im ersten Moment denkst du, du hast irgendwie was ganz Geschmacksneutrales auf der Zunge. Da merkst du das gar nicht. Und dann kommt im Prinzip der Paprika, der Pfeffer, das Pfeffer und die anderen Gewürze mit dazu. Und dann fängt es auch direkt auf der vorderen Zungenspitze an zu kribbeln. Ist eigentlich auch ganz lecker. Aber mein Favorit bleibt Dose Nummer 1. So, Zeit für was Süßes, oder? Nehmen wir das. Zitronenlimonade oder Pulver. Mal gucken. Oh, okay. Hier ist das dann nochmal zugemacht. Ah, sieht toll aus. Oh. Im ersten Moment roch das gerade wie Waschpulver oder irgendwas. Richtig streng. Aber so eine zitronensäurehaltige Note hat es schon mal. Und dann hauen wir den Krümeltier einfach mal rein. Ja, gut. Perfekter Löffel. Ja, auf jeden Fall ganz normaler Krümel-Zitronentee. Versuchen wir so ein bisschen umzurühren irgendwie. Ich weiß, was ich die letzten Jahrzehnte nicht vermisst habe. Boah, da schmeckst du richtig, die Zuckerstücken drin. Irgendwie was Zitroniges sein und dann halt, wie gesagt, je nachdem, wie man das Mischverhältnis macht, schmeckt es strenger oder weniger streng. Schmeckt original genau wie das billige Zeug, was man hier in den 500 Milliliter Gramm Dosen da kriegt, die so durchsichtig sind. Schön! Noch mehr, und zwar Schoko. Krass Express. Okay. Vitamin D, Vitamin W, Vitamin A, Vitamin C. Also es muss wahnsinnig gesund sein. Das kann man immer noch alles nicht lesen. Gut, Mut zur Lücke. Machen wir das auf. Boah. Es sieht nach Schokolade aus. Riecht aber sehr kräftig. Das auch mal. Ich will sie noch nicht so auflösen. Bleibt wohl bei Schokolade. Könnte man wahrscheinlich jetzt auch mit Milch machen oder mit warmem Wasser. Schmeckt einfach nach so einem Schokotrunk. Ja, ist zwar genauso süß. Und man merkt, dass es halt eben auch so Pulver entstanden ist, weil es halt irgendwie so einen eigenen Geschmack irgendwie noch hat. Aber es geht schon. Kann man auch trinken. Würde ich mir jetzt aber persönlich wahrscheinlich nicht so oft reinziehen, weil einfach mir da wahrscheinlich viel zu viel Zucker drin ist. So. Pappe, darf ich mit nichts anfangen. Ja, auch Zitronen, Kaugummis. Ich glaube, die mache ich zum Schluss. Gucken wir hier nochmal rein. Da haben wir Puckpuck, haben wir nochmal. Das brauchen wir auch nicht nochmal. Das ist genau das gleiche, genau. Aber eins haben wir noch. Chips, Paprika-Chips. Aus Sonnenblumenöl wahrscheinlich. Mit Paprika. Ja, riecht schon mal ganz angenehm. Das könnte jetzt eine x-beliebige Packung mit Paprika-Chips sein. Dick geschnitten. Aber lecker. Chio. Ja, jetzt sagt mir auch warum. Proud Member of Chio. Mit Zippy, Clippy, Kippy Family. Chips, was auch immer. Schmeckt halt, ja, wie unsere hiesigen Chips auch. Ich glaube, die Tüte mache ich heute noch alle. So, das war's dann mit dem. Eins habe ich ja noch. Die Chips kleben auf jeden Fall erstmal schön in den Zähnen, das ist schon mal gut. Da kommt ja hier so ein... Okay, das ist doch kein Kaugummi.
Sieht eher aus wie so ein Kaubonbon oder Brausepulver, irgendwas, ja. Zitrone. Kurz mal drauf rumbeifen. Aber das erinnert mich auch ganz hart an, ich glaube, so die komischen Liebesperlen, die man hier so am Handgelenk oder sowas rummacht. Die sind auch so, haben zwar so ein bisschen Geschmack, aber schmecken eigentlich so ein bisschen, ich würde sagen eher mehlig, so ein bisschen trocken irgendwie so. Also es hat irgendwie so einen Eigengeschmack. Also klar, jetzt kommt hier dann die Zitronennote ein bisschen mit rum, aber ja, nee, das nicht. So, aber wir sind durch. Ja, was soll man sagen? Da ist von A bis Z irgendwie alles mit bei. Teilweise geschmacklich schon ein bisschen bekannt. Teilweise auch ein Rätsel. Aber das ist bei Süßkram ja öfters so. Und ja, bei den Chips stellen wir fest, das ist der gleiche Hersteller. Gibt es bei uns auch, schmeckt auch ähnlich. Jetzt muss ich nochmal auf den Namen gucken, das habe ich wieder vergessen. Da ist mein Spickzettel. Tomislav, vielen Dank für deine Zusendung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vor allen Dingen, dass du auch quasi an die kulturelle Bildung ein bisschen gedacht hast und da so ein bisschen mit beigelegt hast, was denn da in deinem Land so los ist oder wie es aussieht. Finde ich richtig gut. Und ansonsten, ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an dich, dass du mir das zugeschickt hast. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Vielen Dank. Bonus übrigens jetzt auch wieder sagt und macht's gut. Ronny auch. Tschüss.